So Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich euch einen Ultra Boost 5.0 DNA mitgebracht in einer sehr speziellen Farbe, in einem sehr speziellen Colorway, nämlich den sogenannten Zebra Colorway. Warum Zebra? Das zeige ich euch gleich. So, dann nehmen wir mal exemplarisch den linken Schuh und wie ihr sehen könnt, ist er in schlichten Schwarz-Weiß gehalten. Wir haben hier ein paar rote Akzente, also das Adidas-Logo ist im roten Akzent, hier das Ultra Boost-Logo ist im roten Akzent und sonst eben schlicht in Schwarz und Weiß gehalten, eben ähnlich wie ein Zebra, deswegen auch der Beiname Zebra. Wir haben unten eben das Torsion System, die bekannte Boost-Sohle, die, wie wir alle wissen, sehr, 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 sehr bequem ist, mit einer der schönsten und bequemsten Schuhe auf der ganzen Welt, würde ich meinen. Wir haben innen drin, hier haben wir was Interessantes, Prime Blue. Da steht auf Englisch, dass dieser Schuh aus Plastikmüll aus den Meeren gefertigt wurde, was natürlich auch gut für die Umwelt ist. Und kann man auf jeden Fall so machen, ist ein sehr, sehr geiles Teil. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir vergleichen den Schuh jetzt mit dem Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra. So, und hier haben wir auch schon den Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra im direkten Vergleich mit dem Ultra Boost 5.0 DNA Zebra. Und wie ihr sehen könnt, der Colorway ist ziemlich, ziemlich ähnlich. Wir haben hier halt auch das Schwarz-Weiß. Wir haben hier die roten Akzente an der Seite beim Supply 350 Schriftzug. Und das ist alles ziemlich geil gemacht. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, könnte auch am Licht liegen, dass der Colorway, also das Weiß vom Yeezy Zebra etwas, ja, ich will es nicht dreckiger nennen, sondern etwas cremiger aussieht als das hier, weil das ist ein absolut freshes, flawless Weiß. Einfach, das ist halt einfach weiß-weiß und mir kommt es hier so vor, als wäre das hier so, ja, das kann man jetzt nicht gescheit deuten, auf dem Video schaut es ein bisschen anders da aus, als wäre es so ein Ticken cremiger, also schwierig zu beschreiben, aber ihr seht, wieder umgekehrt, es ist fast der gleiche Colorway und der Ultra Boost hat sich auf jeden Fall den Namen Zebra redlich verdient. Jo, ich konnte den einfach so kaufen für 150 Euro. Müsst ihr mal rumschauen, ob es den noch irgendwo gibt. Ehrlich gesagt kann ich euch gar nicht sagen, wann das Release-Date überhaupt ist. Das weiß ich nicht. Ich habe ihn zufällig gefunden. Keine Ahnung, vielleicht ist er schon ausverkauft. Vielleicht kommt er erst noch, ich weiß es nicht. Auf Adidas direkt habt ihr leider nicht die Möglichkeit, einen zu kaufen. Da gibt es ihn einfach nicht. Keine, oder noch nicht. Und müsst ihr mal einfach schauen, wo er den herbekommt. Aber ich finde den eigentlich so auch ganz geil. Es ist ein Ultra Boost. Mir gefallen Ultra Boost genauso wie Yeezy. Gefallen mir auch gut. Sind mir meine beiden Lieblings-Silhouetten von Adidas. Und ja, da könnt ihr doch nichts verkehrt machen. Jo, dann zeige ich euch dann noch ein kleines On-Feed-Video und sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.